Heute sind wir an dem Strand Ao Son Bay Beach, das ist nordwestlich von Koh Yayai, wie der Strand so ist. Und ob es sich lohnt, hierher zu kommen, das erfahrt ihr gleich bei Spicy Thai. Also der Strand ist ganz schön, nur ganz, ganz wenig Müll, fast gar nichts. Ansonsten ist er wenig breit, dafür ganz lang. Ich zeige es euch gerade mal. Also hier könnt ihr euch hinlegen und dann geht es direkt zum Wasser. Der nächste Punkt wäre, was mir aufgefallen ist, sehr, sehr viele große Bäume, also sehr viele Laubbäume. Das bedeutet ergo, ihr habt ganz viel Schatten. Da braucht ihr euch keine Sorgen zu machen über Sonnenbrand oder sonst was, über schattiges Plätzchen. Es gibt hier reichlich. Schaut mal nach links, nach rechts. Also wir selber haben jetzt ein Plätzchen ausgesucht, hier unter einem Baum. Da seht ihr, da hat man echt ganz gut Schatten. Und ja, was uns auch noch auffällt ist, oder vielleicht fällt es euch selber auf, wenn ihr mal selber nach rechts guckt oder nach links. Und aufgefallen, kaum Touristen. Es sind, glaube ich, 2, 4, 6, 8, 10 Touristen sind hier. Also ihr seid hier wirklich alleine, also fast alleine, habt eure Ruhe. Hier ist kein Action-Ramazamba wie auf Patong Beach zum Beispiel. Und ja, aber es muss euch bewusst werden, es ist ruhig hier. Vorne gibt es Toiletten, ihr könnt was essen, was trinken, dafür ist gesorgt, da braucht ihr euch keine Sorgen zu machen, wenn ihr mal das Trinken vergessen habt oder ihr mal aufs WC müsst. Ja, ansonsten kriegt der Strand von mir die Note, oder von uns, die 2, oder? Jasmin? Ja. Genau. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt den Daumen hoch und wenn ihr auf dem neuesten Stand bleiben wollt, dann abonniert uns. Bis dann, ciao!